Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ihr seid Fans von außergewöhnlichen Einrichtungsgegenständen? Dann habe ich was für euch, nämlich diesen, ja doch, ich finde wunderhübschen Frosch. Auch ein Frosch kann wirklich hübsch sein, gerade dann, wenn er nämlich so besonders ist wie dieser hier. Denn wir können ein bisschen mit ihm zaubern, nämlich, zack, einmal die Farbe ausmachen. Dann ist es ein stinknormaler grauer Steinfrosch. Aber wenn ich es jetzt nochmal anmache, seht ihr es vielleicht noch deutlicher, dass es nicht nur ein reines Gelb ist, sondern er tatsächlich leuchtet. Und das wiederum finde ich natürlich schon sehr cool. Wie bekommt ihr diesen schönen Frosch tatsächlich komplett für lau? Ihr müsst lediglich eine Spur finden. Und diese Spur ging bei mir jedenfalls relativ fix, nämlich als ich weiß gar nicht mehr warum, ich bin in Schattenfern rumgelaufen, wahrscheinlich weil ich mal wieder irgendeine Schatzkarte oder so freigebuddelt habe und während ich irgendwelche Mobs gekillt habe, zack, hatte ich diese Spur. Jetzt inzwischen auch schon zweifach. Das heißt also, einfach Mobs hier killen, auch keine besonderen, keine Bosse, sondern einfach die Standard-Mobs, die euch so vor die Füße laufen, einfach killen und dann hoffen, dass die Spur entsprechend droppt. Es ist eine lila Spur, das heißt, ihr müsst nicht ganz so fortgeschritten sein in der Archäologie. Viele Spuren sind ja sonst Gold, aber diese, wie gesagt, ist lila, ist auch nur eine Spur. Das macht es auch einfacher, denn einige der Einrichtungsgegenstände, die benötigen ja zwei oder mehr Spuren, bis wir sie dann endlich haben. Ja, das war's zu diesem schönen Steinfrosch. Ich finde ihn schon irgendwie ganz nice. Wie gesagt, ich wollte auch nicht drauf springen. Jetzt klappt es natürlich mal wieder nicht. So, jetzt aber beim letzten Versuch hier. Ich stehe mir in der Luft. Ich finde, es ist schon mal was Außergewöhnliches. Also tatsächlich etwas, was nicht jeder hat. Und ich finde, allein dafür lohnt es sich auch. Gerade wenn ihr vielleicht auch irgendein Haus habt mit viel Gewässer, dann kann man ihn da auch wunderschön entweder ins Wasser setzen. Je nachdem, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Vielleicht leuchtet es unter Wasser sogar noch ein bisschen schöner. Oder aber einfach an den Rand ans Wasser oder so halb rausgucken lassen. Gibt ja viele Möglichkeiten, was man mit so einem Frosch anstellen kann. Das war's zu dieser Spur. Wie gesagt, das ist eine, die zumindest bei mir relativ fix gedroppt ist. Und dafür sind meine Daumen für euch natürlich auch gedrückt. Das war's schon wieder für diesen netten Frosch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Dann freue ich mich wie immer über ein Like und ein Follow. Und das natürlich nicht nur hier, sondern super gerne auf Twitch. Dort suchen wir auch gerne mal Spuren. Also wenn euch noch was fehlt, meldet euch gerne und wir farmen das im Zweifelsfall super gern zusammen. Das war's für heute, für dieses Video und für diesen Frosch. Und ich sage Tschüss. Eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.